Das war jetzt einfach eine spaßige Sequenz, die nicht wirklich nötig gewesen wäre, aber die dem Spiel einfach dieses Spielsein gibt. Verdammt, und das ist richtig gut. Globox geht zum richtigen Ausgang, das andere sind nur Sackgassen. Und da können wir jetzt tatsächlich... Ich weiß nicht, ob jetzt schon... Hast du das gesehen? Ich hatte fast keine Angst. Ja, ja, und du hättest dir beinahe auch nicht die Hosen voll gemacht, du dickes Ungetüm. Ja, Globox hat Angst. Was soll's. Er kann sich ja nun mal nicht wirklich wehren und deshalb hat er Angst, wenn Gegner da sind. Vor allem bei so einem riesigen. Da hätte ich auch Angst. Da ist tatsächlich die Praxis des Heilers, so sieht die wohl aus. Okay, dann können wir jetzt zu dem hingehen und das Level beenden. Ich meine, das Spiel beenden. Oder nicht? Oder doch? Ja? Nein? Na, ob der Heiler Globox wirklich heilen kann, man weiß es nicht. Das ist der Vorraum des Heilers. So etwas werden wir auch öfter sehen, genauso wie diese Übergänge von einer Welt zur anderen. Das ist jetzt hier ein ganz normaler Kampf, das ist absolut nichts Problematisches. Und wenn die weg sind, dann wird der Durchgang aufgehen, weil der Heiler will sich ja auch irgendwie schützen, nicht wahr? Der will ja nicht, dass da einfach so die Hoodlums reinspaziert kommen. Ja. Schnell, Raymond. Ich brauche dringend ärztliche Hilfe. Okay. Aber zuerst, bevor wir da reingehen, werden wir hier nochmal die Punkte holen. Und dann können wir von mir aus zum Arzt gehen, Globox. Okay? Und der wird dich dann heile machen. In einer perfekten Welt wäre das so. Aber wir springen jetzt einfach mal rein und hoffen auf das Beste. Also gut. Schauen wir mal, was wir da haben. Ich darf doch... Verstehe, Sie haben einen schwarzen Lumps verschluckt. Ja, da müssen wir zu härteren Mitteln greifen. Der ist wieder borstig. Ich fürchte, dass Ihr Problem größer ist als befürchtet. Sehen Sie, der schwarze Lumps hat sich durch die Niere hindurch irgendwo in der Rippengegend verkrochen. Sie sollten einen Maren-Spezialisten zu Rate ziehen. Ich kenne einen sehr guten im Land der wandelnden Seelen. Ich verlasse Sie jetzt, um meine Instrumente zu säubern. Und da ist der Übergang in die nächste Welt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder so einen fancyen Übergang bekommen, aber wir wissen auf jeden Fall... Ja, wir bekommen wieder einen fancyen Übergang. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieser Doktor uns jetzt nicht helfen konnte. Das ist natürlich ein Problem. Er hat sich durch die Marenjägen irgendwo in der... Durch die Maren hindurch irgendwo in der Rippenjägen verkrochen. Wisst ihr, ich... was war denn das für ein Akzent? Ihr werdet es mir wieder sagen. Es klang ein bisschen... Berliner-mäßig, weil das G durch ein J ersetzt wurde, aber ich glaube, es war kein Berlinerisch. Ich bin so wenig... Ich kann so wenig selber Berlinern, dass ich nicht mal weiß, ob es ein Berliner-Akzent war oder nicht, denn ich glaube, es war keiner. Ich weiß es nicht, ich werde mich bestimmt wieder aufklären, ihr seid bessere Deutsche als ich. Ah, verdammt, vielleicht bin ich auch der bessere Deutsche, weil ich Hochdeutsch rede. So. Ich bin so wenig Berliner, ich kann gar nicht Berlinern. Und ich merke einen Berliner-Akzent auch nicht, wenn er vor mir ist. Und ich merke auch nicht, ob es ein Berliner-Akzent war oder nicht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mochte ich seine Art und Weise zu reden. Die hat mir sehr gefallen. Und die anderen Doktoren, die wir noch treffen werden, die reden auch speziell. Das sind alles sehr merkwürdige Typen. Die haben alle irgendwie einen kleinen Knacks weg und werden die verschiedensten Musikinstrumente auf Globox spielen. Das Gitarrensolo fand ich übrigens sehr cool. Das klang ja nicht schlecht, das war ja wirklich gut gemacht. Oh Mann, ey. Wir dürfen uns jetzt aber wir dürfen jetzt nicht der Meinung sein, dass wir jetzt auf dem Weg zum Land der wandelnden Seelen sind. Wir sind jetzt nicht auf dem Weg zum Land der wandelnden Seelen, weil ein Übergang von dem, wo waren wir jetzt gerade? Feenlichtung war das erste Level. Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
wie das Level heißt, habe ich vergessen. Aber der Übergang zum Land der wandelnden Seelen ist nicht dieser Übergang. Da befindet sich noch eine Welt dazwischen. Ich habe vergessen, wie dieses Level hieß. Das gibt's ja gar nicht. Ich komme auch nicht drauf. Ich habe die ganze Zeit Feenrad im Kopf, aber das ist ja Quatsch. Ich mag diese Level. Ich mag das Spiel, verdammt. Es ist einfach cool. Das hier habe ich nie verstanden. Man schafft den Sprung nicht. Man fliegt einfach runter und dann ist das Level beendet. Und immer zu 100%. Ich glaube, ich hatte noch nie was anderes als 100%. Dieses Übergangslevel verwirrt mich immer ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch. Du alter Spanner! Du solltest dich schämen! Oh, Entschuldigung, ich habe das nicht extra gemacht. Ich möchte nichts davon wissen. Mach deine Sauerei woanders. Ziemlich cool. Die wird aber noch eine Weile ziemlich angepisst bleiben auf uns. Das nehmen wir aber mit. Sie hat nämlich ein 30-Punkte-Kristall gekackt. Wir sind in das Klohäuschen gefallen. Das ist ja nun mal einfach Pech, würde ich sagen. Wir lernen übrigens eine neue Superkraft kennen. Ich weiß nicht, ob es die letzte ist. Ich glaube, es ist die letzte. Ich glaube, wir haben alle gefunden. Vielleicht gibt es auch nur 5. Aber der lehrt uns eine Superkraft. Könnte gut sein, dass es die letzte ist. Oder ich habe eine vergessen. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Genau, guck mal, der Käfig-Counter ist global. Ich muss bloß meine Schulden bezahlen. Seine Schulden bezahlen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die letzte Superkraft ist. Mir fällt nämlich keine mehr ein. Aber die ist ziemlich cool und die hält am kürzesten. Damit können wir fliegen. Und ich meine richtig fliegen. Nicht nur schweben, sondern fliegen. Wir können an Höhe gewinnen. Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Also das ist eine Superkraft, die hält nur sehr, sehr kurz, weil sie natürlich sehr mächtig ist. Und wenn sie länger halten würde, würde sie praktisch jedes Level kaputt machen. Im Prinzip. Weil man dann einfach über alles rüberfliegen kann. Also diese gelbe Superkraft bekommt man nur an ganz wenigen Stellen. Oh Gott. Was ein Schlüpper, Mann. Guck mal, da passt ein Rayman in jedes Bein rein. Donnerwetter. Also, diese Superkraft werden wir nur an ganz bestimmten Stellen bekommen und dann halt meistens auch nur, um eine einzige Stelle zu überbrücken. Später gibt es aber tatsächlich Bereiche, in denen wir viel an Höhe gewinnen müssen und irgendwie 20 so eine Dinger aufsammeln müssen, um einen Schacht hochzufliegen. Das ist ziemlich cool, aber das kommt erst später. Und da haben wir noch einen. Ja, wir werden die Punkte jetzt nicht einsammeln, weil ich weiß, der gibt uns auch einen Punkt, den können wir hier Combo machen. Ist doch clever, oder? Tja, ich bin so effizient. Ich muss los, meine Kuh melken. Deine Kuh melken? Ha, wie wunderbar. Okay, und der gibt uns da einen schönen Combo-Modus. Sehr schön, aber viel mehr Punkte bekommen, als wenn wir das vorher eingesammelt hätten. Da müssen wir hin, okay. Der ist fast auf den Baumstumpf gesprungen, das hätte nicht so gut getan. Aber wie ich schon sagte, es gibt, glaube ich, nichts, was uns augenblicklich tötet. Es zieht teilweise sehr viel Energie ab und manchmal ist es so, wenn man es 2- oder 3-mal getroffen hat, dass man dann sofort stirbt, aber nicht wirklich augenblicklich. Also ich könnte hier reinspringen in den Sumpf und wäre nicht sofort tot. Aber es tut trotzdem weh. Und da ist ein riesen Kochtopf mit der Hexe, der wir eben begegnet sind und die ist immer noch stinkig auf uns. Bin ich besessen, verdammt. So, also ich will jedenfalls diese Suppe auf uns schleudern, die uns an einen Frosch verwandelt, aber das lassen wir nicht zu. Wir werden die Suppe einfach auf sie drauf schleudern und sie in einen Frosch verwandeln. So, das ist einfach nur ein Hin und Her. Bäm, da friss deine eigene Suppe, verdammt. Ich will nicht. Du Schelm. Man darf jetzt nicht vergessen, wenn wir auf sie schießen, dann schleudern wir unsere Fäuste, unsere Hände praktisch. Also wenn wir sie schlagen, dann berühren wir sie. Wir fassen sie praktisch an. Oh. Verdammter Mist. Jetzt wird dir die Müschen kühlen. Du weißt, was du willst. Also sie hält uns immer noch für einen Perversen, weil wir sie die ganze Zeit im Prinzip begrapschen. Mein Gott, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Da frisst deine Suppe.
Es ist eigentlich nicht sonderlich schwer. Wenn wir von der Suppe getroffen werden, werden wir selber zu einem Frosch. Aber man kann ihr relativ leicht ausweichen. Also es ist nicht allzu schwer. Es dauert nur recht lange. Na, wir haben jetzt fast die Hälfte. Wird es schwerer? Es wird schwerer, weil sie irgendwann mehr als nur ein Tropfen Suppe schleudert. Sondern jetzt haben wir zwei. Oh weh. Das ist gar nicht gut. Aha, mein Prinz, komm in meine Arme. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aber wir sehen, wir können hier ziemlich leicht ausweichen. Das ist eigentlich kein Problem. Bam. Ich meine, sie weicht uns ja auch aus. Wenn sie einen Fernkampfangriff hätte, dann könnte sie uns genauso leicht treffen, wie wir sie treffen können. Sag mal, wie lange hast du denn schon dein Mädchen mehr gesehen? Was hat sie gesagt? Wie lange hast du denn dein irgendwas nicht mehr gesehen? Dein Dad schon nicht mehr gesehen? Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was sie sagt, leider. Komm schon her, verdammt. Bam. Finger weg, sagt sie. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Aber es ist halt lustig. Ich finde, sie hat ein bisschen zu viel Energie. Der Kampf dauert länger, als er dauern müsste. Aber gut, was soll's. Oh, jetzt kommen schon mit drei Spritzern. Also es wird für mich tatsächlich schwerer. Aber mein Gott, wir haben sie gleich besiegt. Komm schon her. Ich denke mal, einmal müssen wir sie noch verzaubern. Vielleicht zweimal, ich weiß nicht. Sehr gut. Wir hören auch, es gibt nicht mal eine Kampfmusik. Also das ist ja auch wieder mehr ein Gag. Da, war's das? Ah, komm schon, verdammt. Oh Gott, jetzt rennt sie nochmal, wirklich? Gibt's ja gar nicht. Von wie schnell? Ah, verdammt. Komm schon, nimm das. So, jetzt aber. Jetzt habe ich dich. Perfekt. Jetzt hat sie genug und rennt weg. Wir rennen ihr einfach mal hinterher, weil es der einzige Ausgang ist. Hallo? Bist du da? Ich hab's nicht so gemeint. Sie ist vor einem Spiegel und versteckt sich in ihrem Topf. Ich weiß nicht, schämt sie sich? Bin ich so sicher. Sie ist da, aber wird uns nicht mehr angreifen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, was mit der los ist jetzt. Jetzt, wo ich in deiner Gewalt bin, wirst du meine Lage doch sicher schamlos ausnutzen. Ich glaube, sie ist die Perverse. Ich bin in deiner Gewalt, wirst du meine Lage schamlos ausnutzen. Nein! Nicht? Nein! Lass mich in Ruhe, Mann! So, wir springen einfach durch den Spiegel. Ich weiß nicht warum. Bisschen merkwürdig. Der Spiegel ist halt das Portal in die nächste Welt. Oder in einen anderen Bereich dieser gleichen Welt, sozusagen. Zum Beispiel hierdurch, wir sind nämlich immer noch im Sumpf. Schwupp. Und die spielen Karten. Warum eigentlich nicht? Ohne Hut vor allem. Wie geil, wie sie aussehen ohne Hut. Und da ist einer mit Stelzen. Den können wir nur mit der grünen Power von seinen Stelzen holen, ansonsten wird er da stehen bleiben. Da können wir jetzt leider noch nichts tun. Der wird uns aber auch wieder eine Superkraft geben. Ach, verdammter Mist. Diese blöden Piranhas immer. Also ich glaube, hier müssen wir durch. Hier müssen wir rüber. Da ist, glaube ich... Ja, genau. Oder? Nee, da kommen wir noch gar nicht hin, wa? Ich glaube, das geht noch nicht. Doch, das geht. Ah, verdammt, dann ist... Ah. Ja, doch. Ah, okay, sehr gut. Ich war der Meinung, den kriegt man nur mit dem Roten weg, aber man kann ihn tatsächlich runterschubsen. Bringt aber nichts, hier kommen wir noch nicht durch. Da wäre eine gelbe Superkraft ganz gut, dass wir hochfliegen können. Okay, hier laden wir einfach mal schön auf und überraschen sie von hinten. Spielt euer Kartenspiel woanders. Spielt doch zu Hause, genau, wie wäre es denn damit? Warum spielt ihr hier mitten im Sumpf? Was ist das? Wunderbar, und da ist die grüne Superkraft. Gut, damit kommen wir da natürlich an die Pilze ran, aber auch hier drüben an den Typen, damit der uns nicht mehr nervt. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Oh, guck mal, der hat keine Superkraft fallen lassen, sondern hier so einen Greifhaken. Da brauchen wir aber noch die blaue Superkraft, die haben wir ja jetzt natürlich noch nicht. Die kriegen wir wahrscheinlich von dem Käfig da. Also wieder ein bisschen hin und her laufen, alles kein Problem. Boop. Komm her, Kleinling. Was soll das denn jetzt hier? So, ich befreie dich und meine Energieleiste wird länger. Achtet mal drauf. Jawohl, sehr cool. Er muss los einen Witz erzählen, es ist Freitag. Okay, du erzählst jeden Freitag einen Witz. Das ist auch schön. Warum sollte man freitags keinen Witz erzählen, ne? Kann man ja mal so als... So einführen als Tradition. Jeden Freitag wird ein Witz erzählt. Punkt.
Es ist mir egal, wie es dir geht oder wie du drauf bist. Wird halt Freitag so gemacht, mein Gott. Boing? Das ist obercool. Die blaue Kraft ist super. Die gefällt mir echt gut. Hier können wir rein, wa? Jawohl. Ach Gott. Wunderbar. Ich muss noch meinen Stiefel putzen. Seine Stiefel putzen? Okay. Und was gibst du mir Tolles? Ah, na super. Er gibt mir nur die Kraft, wieder rauszufliegen. Er hat mir gar keine Punkte gegeben. Wie doof ist das denn? Na gut, eigentlich ist es völlig in Ordnung. Aber ich hätte trotzdem gerne noch einen Punkt gehabt.